In meinem heutigen Video stelle ich euch ein paar Geschenkideen für Weihnachten vor, beziehungsweise auch Dinge, die ihr euch gegebenenfalls zu Weihnachten wünschen könnt. Und bleibt gerne bis zum Ende dran, denn es gibt auch was Cooles zu gewinnen. Beginnen wir erstmal mit einer coolen Idee, wie ihr einen Gutschein verschenken könnt. Dafür braucht ihr einen Topfuntersetzer und solches Dekospray. Ihr sprüht erstmal den Topfuntersetzer mit dem Dekospray ein. Ich habe jetzt hier so eine goldene Farbe genommen, könnt aber auch gerne auch Silber oder Weiß nehmen. Und das lasst ihr dann erstmal trocknen und sobald das Ganze getrocknet ist, müsst ihr natürlich auch noch die andere Seite vollständig einsprühen. Und ich habe dann hier noch so eine Deko-Girlande verwendet und ganz viele Pinnnadeln und die Girlande dann um den Topfuntersetzer drumherum gewickelt. Dann hat das Ganze so einen weihnachtlichen Rahmen, was mir ganz gut gefällt. Und dann könnt ihr da euren Gutschein oder gerne auch noch ein paar Fotos einfach dran pinnen. Ich finde das einfach eine schöne Idee und ist eine gute Alternative zu so einer normalen Karte. Hier habe ich das auch nochmal gemacht mit einem Gutschein zum Brunchen. Da habe ich dann so ein Herzchen genommen, da den Gutschein draufgeschrieben und dann noch ein Foto von meiner Freundin und mir beim Brunchen einfach dazu gepinnt. Wenn ihr zum Beispiel einen Shopping-Gutschein verschenken wollt, dann könnt ihr auch so einen High Heel nehmen oder eine Handtasche und die ausdrucken, dann ausschneiden und dann auf so roten Pappkarton nochmal abzeichnen. Und dann einfach daraus nochmal eine ja etwas festere Karte herausschneiden, die dann die Form eines Schuhs hat und da dann euren Gutschein draufschreiben. Das finde ich auch eine total coole Idee, einfach den Gutschein dem Motto entsprechend zu formen quasi. Kommen wir jetzt mal zu Geschenken für die Freundin, Schwester oder Cousine. Da könnt ihr zum Beispiel eine Make-up-Tasche verschenken und die mit ganz vielen Sachen befüllen. Ich durfte hier von Malmadita ein paar Kosmetikprodukte testen, wie zum Beispiel die Feuchtigkeitscreme oder hier diesen Strawberry-Lippenbalsam. Den seht ihr jetzt hier auch mal auf den Lippen aufgetragen. Der hat wirklich auch eine sehr pflegende Wirkung und auch einen ganz tollen Schimmer. Oder den Make-up-Entferner. Hier seht ihr dann auch mal, wie der das Make-up entfernt. Das ist so eine Marke, die haben vielleicht viele nicht auf dem Schirm, aber könnt ihr euch gerne mal ansehen. Der Link ist in der Infobox. Und da würde ich so ein paar Beauty-Produkte reinpacken, dann noch so einen Massagehandschuh und natürlich Schokolade. Und dann habt ihr so eine ganz süße Beauty-Goodie-Bag, die ihr dann verschenken könnt. Ich habe dazu auch noch im Internet dieses süße Schäfchen gefunden, was eine Wärmflasche ist. Das kann man bestimmt auch noch ganz schön verschenken. Also ich würde mich sehr darüber freuen. Oder hier eine erwachsenere Version mit dieser Make-up-Tasche. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch so ein paar Beauty-Produkte reinpacken, die gut für so einen Partyabend geeignet sind. Oder ich habe hier noch so einen knalligen Nagellack reingetan. Oder hier diese Make-up-Tasche finde ich auch so schön. Da findet ihr auch nochmal den Link in der Infobox zu. Was man zum Beispiel auch gut der besten Freundin oder Mutter schenken kann, ist schlichter Schmuck. Da kann man halt echt nicht viel falsch machen und wenn der auch noch eine Bedeutung hat, ist das Ganze umso besser. Ich habe dann hier in mein Paket auch noch so eine Schlafmaske reingepackt und da für süße Träume draufgeschrieben und dann den Shopping-Gutschein. Also das ist wirklich so ein tolles ja, Geschenk, was ich meiner Mutter oder besten Freundin schenken würde. Vor allem auch mit dem Shopping-Gutschein dann, weil dann macht man auch mal was zusammen und verbringt gemeinsam Zeit. Ich würde mich aber auch mega über eine Speicherkarte freuen oder zum Beispiel eine coole Handyhülle, denn ich gehöre eher zu diesen Technik-Junkies und mittlerweile bloggen ja auch sehr viele Leute oder nutzen ihr Handy sehr oft am Tag, deswegen ist so ein Charger auch immer eine praktische Sache. Und da könnt ihr mal schauen, ob ihr noch so eine coole ja, Tasche findet und da noch ein bisschen Schokolade reintun und schon habt ihr für eure Bloggerfreundin oder euren Technik-Junkie ein cooles Geschenk. Oder für die Leute, die auf Fitness und Ernährung achten, ist zum Beispiel so eine Trinkflasche ein cooles Geschenk. Die hat einen Wasserfilter mit eingebaut und ist echt sehr praktisch fürs Fitnessstudio. Oder ein paar coole Snacks sind auch immer eine tolle Geschenkidee. Genauso wie dieser Rezeptekalender. Der hat einfach 365 verschiedene Rezepte. Eine Brotbox kann man natürlich auch sehr gut verschenken, vor allem wenn man zur Schule oder zur Uni geht. Genauso wie ein Mason Jar. Das sieht einfach cool aus und ist perfekt für Smoothies. Also ich glaube, da ist für jeden Essensliebhaber was dabei. Und wenn man die Sachen ein bisschen entgirlisiert, kann man das, glaube ich, auch ganz gut Männern zu Weihnachten schenken.
Und zum Schluss noch der obligatorische Fotokalender. Den schenke ich meinen Eltern eigentlich jedes Jahr, weil die sehen mich ja auch nicht mehr jeden Tag. Und dann freuen sie sich immer über ein paar Bilder von mir und meinem Hund. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann kommen wir jetzt nochmal zur Verlosung. Denn ihr könnt jeweils eine Make-up-Tasche mit ganz vielen Malmadita-Produkten gewinnen und noch zwei Sachen aus meinem Online-Shop. Wie das Ganze funktioniert, steht alles in der Infobox. Also schaut da wirklich rein. Da ist alles ganz genau erklärt. Und ich drücke euch echt die Daumen und wünsche euch noch einen wunderschönen zweiten Advent. Und bis ganz bald. Tschüss!